Ich glaube eher, dass wir es drauf ankommen lassen. Ist das mit Mod? Nein. So viele Spieler tatsächlich auf einer gemoddeten Welt. Wir haben schon Probleme damit, dass der Server durchhält auf einer Welt, wo knapp 30 Leute gleichzeitig immer was machen. Das ist schon schwer genug. Deswegen sind wir von gemoddet erstmal weg. Das ist noch nicht so. Oder das wird auch erstmal nicht so sein, weil es einfach der Server nicht mitmacht. Doch nicht schlimm. Nö, finde ich auch nicht. Über 30 Leuten. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass du Echo überhaupt spielst, oder? Ja. Oder hast du schon mal ein Projekt dazu gemacht? Nein. Das erste Mal. Was mache ich denn hier? Bin verwirrt. Okay. Die verschiedenen Holzarten sind auch echt ein bisschen nervig. Das ist blöd, ne? Ja. Ich meine, ist schon cool, da die ja durchaus unterschiedliche Farben haben und so. Das ist ja auch alles fein. Mhm. Aber der Unterschied zwischen Hartholz, Weichholz und normalem Hartholz, Massivholz, keine Ahnung, schon ein bisschen. Ja, ein bisschen unnötig, finde ich. Ja. Ja, Holzwägen, klar, wär natürlich klasse, wenn wir sowas hätten. Hat aber noch niemand, glaube ich, auf der Welt aktuell. Das hat noch niemand, weil es einfach noch, glaube ich, noch keiner kann. Es ist natürlich jetzt eine Frage, wir können noch mal kurz im Markt schauen. Gibt es schon Angebote? Nee. Im Markt ist aktuell auch noch nichts drin. Also es... Oh, ich bin zu hungrig. Linitz! Oh nein, ich... Ja. Hier läuft bei mir gerade so ein Maxer vorbei. Nicht, dass er hier durch Klauen geht. Was? Ja. Durch unsere Felder ist er hier gestriffen. Mhm. Wo ist Essen? Und läuft sofort wieder die nächste Fabrikation hier an. Mal ganz kurze Frage. Hat mir der Fisch eigentlich von Lenins geschmeckt? War der gut? Gucken wir mal. Ich finde gerade nicht Fisch. Da, doch, der war okay. Aber die gegrillten Pilzköpfchen sind ein Gedicht gewesen, ja. Die Papaya fand ich auch richtig gut und die Bohnen fand ich aber auch richtig gut. Okay, dann verschmorte Papaya, probier mal. Oh, delicious, Mensch. Ja, da, oh, warte, ich wollte nicht alles. Ich wollte alles. Das glaube ich. Mal kurz, ich muss mal hier ein bisschen aufräumen. Ich habe schon wieder Stuff ohne Ende dabei. Also, pass auf. Hier will ich erstmal 10 von haben. Die finde ich delicious, meine Lieben. Delicious. So, dann fand ich den Fisch okay. Wo sind die Pilzköpfchen? Ah, die Bohnen nehme ich auch nochmal. Nehme ich auch nochmal eine mit. Kann ich auch gleich essen. So. Das Fleisch, dann nehme ich auch nochmal 10 von, für den Nährstoffausgleich. So. Okay, mochten wir nicht so ganz. Delicious ist auch gut. Okay, hat nur Fett, das brauchen wir gerade nicht. Rote Beete. Rote Beete, verschmorte rote Beete. Verschmorte rote Beete, mochten wir die... Wüsste ich nicht, dass ich die in letzter Zeit gegessen hatte, aber sie mochten wir nicht so gerne. Oder? Probieren wir das mal. Ja, ging so, war okay. War jetzt nicht mies. Ey, Jumax, wunderhübschen guten Abend. Hi. Ah, ist kein Problem. Ja, du bist doch jetzt da. Ist doch wunderbar. Ich glaube, jetzt wird's einfacher für uns. Jetzt sind wir einmal komplett so rum, wie wir es brauchten. Jetzt können wir müssen wir nur noch die letzten Meter hier machen. Damit wir unsere Grundfläche fertig kriegen.
Ah, Drunk Nongi, gute Besserung dir. Hau rein. Erstmal und lehn dich erstmal zurück. Ich hoffe, dir geht's halbwegs gut. Und oh, ich glaube im Eco-Projekt da bietet sich viel Zeit für Entspannung. So. Leonberger Löwen, gute Nacht. Ja, es wird jetzt nicht die mördergroße Bude, das glaube ich jetzt bei mir tatsächlich erstmal. Zumindest erstmal nicht. Anbau geht immer, aber für den Moment, glaube ich, wird das keine unbegrenzt große Bude werden. Einfach weil das halt ein Riesenaufwand ist, das zu begradigen jedes Mal. Wie war das noch gleich wieder? Wenn der Stream endet, wird auch der Server abgeschaltet. Ja, zumindest die erste Woche. Für diejenigen, damit wirklich alle so nach und nach da rein können. Wir streamen die Woche ohnehin Montag, Mittwoch und Freitag Echo. Also insofern bieten sich da schon zumindest 3 Streams einfach mal an. Um für dieses Echo-Projekt eben einfach mal so ein bisschen reinzukommen. Und ab nächster Woche geht der Server dann in 24/7 Betrieb rüber. Und dann kann jeder quasi spielen, ihm der Schnabel gewachsen ist. So. Ja, aber das ist im Prinzip der große und ganze Ding. Was kommt morgen, Matze? Ich weiß noch nicht. Je nachdem. Ich mich da jetzt noch nicht festlegen wollen auch. Aber was cool ist, ganz bestimmt. Ich glaube, wenn wir jetzt noch bis hier vor freigraben, dann sollte das auch hier nochmal ein bisschen mehr Fläche geben. Aber dann haben wir eigentlich auch einen ganz guten Anfang für all das hier. So. Spiel kenne ich nicht, ist das gut? Ja, da schau einfach mal zu, du kommst schon rein. Wir fangen ja auch gerade erst an. Also ich habe da auch noch, sowohl ich wie auch Cold Blue, wie auch Lenitz, glaube ich, haben alle, glaube ich, noch keine wirkliche Erfahrung, oder? Hat das einer von euch jetzt irgendwie schon größer mal vorher gespielt? Das hält sich in Grenzen. Okay. Also nein. Auch nicht. Auch nicht? Okay. Ja gut, dann sind wir halt Team Newbie, ja? Ist okay. Ja gut, so klein wird das Haus gar nicht, wenn ich da mal fertig hier aufgebuddelt habe. Ich glaube, ich würde das ganz cool eigentlich. Ich sehe schon kommen, irgendwann ist das Haus, geht das hier über das ganze Tal drüber. Ich fand es mega gut, hat es in der Anfangszeit gezockt, seitdem ist echt viel passiert. Ja, das habe ich auch gesehen. Also wenn du da Projekte oder so anschaust, die alten Versionen, die sehen ja auch komplett anders aus. Ne? Also die haben auch grafisch nochmal einen komplett anderen Look, fand ich jetzt zumindest. Auch von den Menüs und Interfaces und so weiter, komplett überarbeitet. Da haben die nochmal richtig nachpoliert. Also das kann man schon so sagen. Auch die ganzen Mechaniken wurden dann nochmal teilweise arg angepasst. Also nicht nur so ein bisschen, sondern komplett überarbeitet, wie das Forschungssystem. Scheint wohl nochmal einen kompletten Rework bekommen zu haben. Also es ist schon ordentlich. Schon vorgeplant mit Tiefgarage. Tiefgarage, wir bauen so eine relativ große Tiefgarage, weil wir bauen eine Mine auf der anderen Seite quasi von dem Fluss.
Und dort, dort wird dann auch eine große Tiefgarage mit reingezogen für alle einfach. Vielleicht machen wir dann irgendwann noch einen Anschluss von mit Haustiefgarage etc. Keine Ahnung, das kommt, kann noch kommen. Ich glaube, jetzt haben wir dann aber auch eine relativ schöne Grundfläche für die Hütte. Da läuft doch einer. Das ist doch Koblu. Hallo. Hallo, Koblu. Wie gesagt, das müssen wir dann noch hübsch machen. Ich stelle mir dann auch vor, weil es geht die Erde jetzt hier straight runter. Das schaut halt auch nicht schön aus. Ja, da könnte man dann sowas machen wie Stützen aus Stein dann reinbauen, damit das nochmal ein bisschen mehr so industrial hat. Hüpft Koblu fröhlich über die Brücke. Ach, herrlich. Sowas siehst du auch nur in Echo. Und optional in Station ist. Falls mindestens. Wir Brücken bauen. Ja, falls, ja, doch. So, hier noch ein bisschen. Das ist aber wirklich nur noch die letzten Schliffe hier. Dann brauche ich Holz ohne Ende. Allein schon für die Grundfläche werde ich wahnsinnig viel Holz brauchen, aber dafür habe ich dann erstmal so ein bisschen hübsche Hütte. Können Zwerge eigentlich klein bauen? Nee. Das ist eigentlich völlig unmöglich. Es ist sogar verboten. Also in vielen Nationen muss ich sagen, kann man sagen, das ist verboten. Ja. Kurz nochmal. Ja. Ich esse gerade echt nur leckeres Zeugs hier. Das ist ja Wahnsinn. Ja, es wird sich eines Tages nochmal rächen, denke ich, wenn wir dass wir jetzt so Höhenunterschiede auch haben. Das wird sich schon mal rächen irgendwann, weil wir ja das auch alles dann noch erstmal hübsch machen müssen. Mit Rampen etc. Und da glaube ich, das wird nochmal richtig unangenehm. So. 60 Tage haben wir Zeit, den Asteroiden zu zerstören. Das hat auch einen Grund, denn wir skillen extremst langsam. Also Skills sind hier absolut wertvoll, genauso wie Landclaim Papers sind super wertvoll. Wenn du Land wirklich für dich beanspruchen willst und nur für dich, dann ist das sehr, 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 sehr special. So. Habt ihr die Werkbank und sowas alles abgebaut hier drüben? Nee. Welche Werkbank? Allein einfach Werkbank für Holz und für die Werkzeuge. Ein Werkzeugtisch. Die sind bei mir nicht mehr da. Stehen hier hinten. Aber sie sind da. Also sie sind tatsächlich noch hier. Hier. Ja gut. In meinen Augen sieht das anders aus. Dann relog einfach mal. Genau. No, einfach. Ich denke, das wird das Problem schon lösen. Mich gerade gewundert. Ja, nee. So. So, jetzt eine andere Farbe, oder? Ja. Je nachdem, was ich mitnehme, schaue ich halt, ob ich dann Böden draus mache oder Rahmen oder sowas. Mal gucken. Ja, da ist es wieder. Ja. Okay, ging aber jetzt schnell mit dem Relog, ne? Ja. Nicht genug Holz zum Reparieren von meinem Bogen. Ja, wir haben gerade kein Rohholz mehr. Also gar nichts mehr. Ah, toll. Also nichts mehr zu essen für euch. Sehr gut. Ja, ich gehe gleich nochmal Holz farmen. Haben wir aber einen schönen Baum. So ein großer wäre mal wieder was, ha? Huh? Wir auch machen. Oh, so ein schön schnuckeliger, großer, das hätte schon was, ja.
Wer Con möchte eine Straße planen mit Ihnen, Herr Zwerg? Bitte, bitte, bitte. Sie möchten in Online 2 kommen. Online 2, ich eile. Hallo Con! Hallo! Na? Oh. Wie ist es so? Unseren Plan der Straße mal mitteilen. Mhm. Mal kurz, ich muss mich organisieren. Ah ja, ihr seid ja unten da, wo der Eurotunnel dann entstehen soll. Genau. Und zwar hatten wir geplant. Mhm. Du siehst jetzt da links, wo wir schon da mal den Holzmischel, ne? Ja, genau. Arbeiter. Ja, ja. Da nach oben und dann rechts am Fluss entlang. Wenn man denen so schön folgt. Okay. Und da kann man halt den Fluss komplett entlang eine Straße machen. Ob man einen Eurotunnel dann nochmal braucht, das weiß ich, müssen wir mal gucken. Wollt ihr keinen machen? Das ist da halt auch sehr schön waagerecht, also brauchst du ja nicht viele Rampen und auch nicht groß was abbauen. Ja klar, also es ist ziemlich, ziemlich eben, das stimmt, ja. Genau. Ja gut, da oben, also wir haben jetzt nicht vor, an dem Fluss groß, groß aufzuschütten oder so irgendwas. Also wir lassen das im Grundsatz so ein bisschen halbwegs so, wie es ist. Also würde die Straße quasi bei unserer Brücke im Prinzip vorbeigehen. Eventuell. Ja, genau. Also auf der Westseite würde sie vorbeigehen. Genau, genau, genau. Und dann oben wahrscheinlich geht ihr dann mit dem Fluss weiter, weil da würde sich ja anbieten, dann quasi von dort aus gerade durchzugehen, weil dann kommen wir ja nach oben nach Todeshammer, Enteklopädie etc., ne? Ja, das wissen wir noch nicht, wie wir das machen, weil die Brücken sollte man ja eigentlich nicht bauen. Vielleicht machen wir dann einfach nach Westen dann ab der Brücke das zu, wie heißt, Nachtmond und so. Mhm. Aber ich meine, übers See müssen wir auf den Fall. Ja, hilft nichts. Ja. Genau. Und da will ich erst noch schauen, wie sich das entwickelt, ob die da was machen, weil, ja. Ja, also, was man natürlich machen könnte, von der Wüste aus Richtung Osten rüber zu gehen und dann, da kommt dann nach oben so eine kleine Landzunge, das sind halt dann zwei kleinere Brücken anstatt eine mega große. Ja, das ist die alte Müllinsel, die meinst du, ne? Mhm. Ja. Ja, das können wir auch machen. Aber ich denke, es ist jetzt erstmal Priorität, dass wir uns da auf unserem Kontinent zusammenschließen mit ein paar... genau, und dann überlegen wir weiter. Ja. Genau. Ja, sehe ich auch so. Eurotunnel können wir ja trotzdem machen. Das ist ja trotzdem gut angebunden mit Gamer und das alles, ein Nachtmond. Ja, die hatten das eh vor. Mit Eurotunnel haben sie vorhin irgendwas gesagt gehabt von Nachtmond. Genau. Genau, wenn sie es dann machen, dann kann man das so rechts am Eis, so ein bisschen weiter, oder wo Kirito ist, wenn man da was macht. Mhm. Je nachdem, wo sie den ansetzen, kann man den mit der Straße, der am See zu euch führt, und einbinden oder so. Mhm. Ja. Finde ich gut. Also finde ich grundsätzlich beide Ideen finde ich gut. Also, dass ihr direkten Zugang zu Nachtmondsiedlung bekommt, fände ich auch cool. Aber auch diesen Weg am Fluss entlang fände ich auch schön. Die Frage ist halt nur, das ist halt jetzt für die Karren ganz okay, wenn du später mit Fahrzeugen fährst, ist glaube ich dann einfacher, wenn du gerade Strecken hast. Dann müssten wir auch mal gucken, ja. Also ich fand die Idee auch von uns, wir werden auch eine Straße rüberbauen, von uns aus direkt zu Nachtmond, wenn dann der Eurotunnel quasi von unten nach oben gekommen wäre, wärt ihr quasi da bei dem Fluss, bei der Quelle rausgekommen. Hättet euch quasi auf diese Gerade mehr oder weniger auch anschließen können. So dachte ich ursprünglich, dass ihr das vorhattet. Das können wir auch machen, das ist auch nicht so schlecht, aber dann müsste man halt wieder einen Eurotunnel machen. Ja gut, aber das ist halt schon Arbeit, vor allem mit den Autos. Wenn man da, natürlich ist nicht ganz gerade der Fluss, aber wenn man das sechsspurig macht oder so, da ist ja nicht viel Rampe oder so, kann man ja leicht machen. Dann stört es nicht, dass da ein paar Parkhofen sind, weil du einfach Platz hast. Ne? Das ist in jedem Fall ja noch ein bisschen hin. So schnell passiert das jetzt noch nicht. Müssen wir mal gucken. Wir können ja auch erstmal einen Weg bauen. Ja, wir können ja jetzt erstmal auch so einen Weg bauen. Beziehungsweise, wenn ihr sagt, ihr könnt euch ja auch noch überlegen, ob ihr das mit dem Eurotunnel vielleicht euch teilt, mit Nachtmond auch. Das ist nicht so die größte Sache. Das mache ich gerne. Ich habe ja beim letzten da die 3x3 Ausbauten gemacht, das habe ich ja alleine gemacht. Die anderen haben ja die 2x2, das ist halt weniger.
haben sie zu dritt gemacht. Da setze ich mir Nachmittag hin, dann mache ich das. Aber ist halt die Idee, ob das nötig ist, weil wir haben ja eigentlich die, wir könnten ja über einen Pass gehen, da zu Nachtmond, oder halt über einen Fluss, das ist sogar direkt, der dann zu euch. Also, ja, ja. Wie gesagt, ich meine, es muss jetzt kein Eurotunnel sein, ne? Also das finde ich jetzt gar nicht notwendig. Es wäre halt nur die direkteste Anbindung. Also ja, man das auf der linken Seite am Fluss mehr bauen und nicht auf der rechten 30. Seite den Weg, die Brücke, die ich da angefangen hatte, sondern halt gleich ab da, dann ist die eine Brücke bei uns da und dann geht's halt rüber und dann entsteht da ja vorne am See unsere Häuser sozusagen. Ja, ja. Um den See werden wir uns halt ansiedeln. Ja, okay. Ja, gut. Am Ende des Tages, wie gesagt, wir kommen euch gerne in jedem Fall entgegen, so oder so. Also wir würden auch, wir planen jetzt erstmal die Straße für Nachtmond rüber. Das dauert ein bisschen, weil wir jetzt gerade auch heftig erstmal an den eigenen Häusern dran sind und dann als nächstes die Anbindung machen. Und ich, genau, so sind wir ja auch. Genau, und ich plane noch zusätzlich dann das Kapitol noch mit ein, wobei das nochmal den Platz dann ändern wird irgendwann. Aber jetzt für den Moment erstmal würden wir jetzt nach Nachtmond rüber anschließen. Ihr könnt natürlich auch, was auch geht, wenn ihr zum Beispiel direkt nach dem Gebirge vom Fluss aus kommend, direkt dann, da wo Lenitz jetzt gerade ist, wenn ihr da direkt nach oben baut, dann umgeht ihr quasi unsere Siedlung und habt mehr oder weniger das Gleiche, weil das auch relativ eben an der Stelle ist. Auch machen, klingt auch ganz gut. Dann kann man... Genau, weil dann umgeht ihr quasi wie eine Art Straßenumgehung unsere Siedlung und seid aber direkt auch schon dran. Genau. Ja. Das klingt gut, weil Eurotunnel kann man noch machen, aber das ist dann halt so viel Zukunft. Ja, so, das kann man jetzt ist alt nicht. Genau, weil ich hatte ja vorhin gehört, dass ihr mit Nachtmond da über die Straße gesprochen habt und... Ja, genau. Ich dachte, ist schon klar. Okay, nee, es passt. Ist so, wenn wir wenn wir da so einen Kartweg am Fluss entlang machen, ist ja, wie gesagt, keine Arbeit. Da kann man ja dann auch abreißen und dann halt eine größere Straße, die dann direkt ist, vielleicht sogar einen Eurotunnel nachbauen. Ne? Ja, da würde ich jetzt erstmal, das hat noch ein bisschen Zeit hin. Ihr habt auch noch keine Karren, oder? Nee, wir könnten aber welche bauen, als die kleinen. Ja, okay. Weil ich werde jetzt dann relativ bald einen Shop bauen und wir bräuchten auf jeden Fall Karren. Also ich weiß nicht, wie lange Code Blue da noch braucht, der wird auch Karren bauen. Das ist jetzt schon. Einen kleinen Karren können wir bauen, oder? Du hast einen, ja, genau, kleinen können wir bauen. Naja, okay. Da können wir uns dann im Zweifel nochmal zusammensetzen. Wie gesagt, das ist jetzt alles erstmal relativ relevant für uns, wenn wir die Häuser haben. Das ist jetzt für uns gerade Priorität. Und danach schauen wir weiter. Genau, da bin ich auch dran, das Haus zu bauen. Okay. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal auf dem Punkt. Und dann schauen wir, dass wir unsere drei Siedlungen miteinander vernetzen, dass wir da auch einen Handel hinbekommen. Genau, und dann gucken wir auch, dass wir Acker noch mit aufnehmen. Fände ich irgendwie auch schön. Genau, da kann man ja links am Fluss entlang gehen zum Beispiel, da, ne? Ja, genau. Das ist ja von euch vom Holzmittel aus, wobei das ja auch schon wieder halber Eurotunnel wird, ne? Er kommt drauf an, ob wir es so machen oder ob wir weiter links ausbauen, die Straße, damit er dann, also halt auf den grünen Bereich und dann halt ab dem grünen Bereich nach oben, dann hat man da die erste Kreuzung. Und wenn man dann runter geht und dann links, kann man dann Dienstwägen und so anbinden. Ja. Ja, ihr werdet ja auch irgendwann nach links weiter expandieren mit eurer Straße, nehme ich auch an. Richtung Sumpfgebiet rüber. Genau, da wo du jetzt die Karte hast, so ein bisschen weiter rechts da ist. Da wo Hempel gerade rumläuft. Da in die Richtung, denke ich mal, oder? Mit der Landzunge. Ja, genau. Besten. Genau, da oben. Ja, passt. Dann ja, genau. So ja, supi. Dann haben wir doch schon mal erstmal richtig viel Plan. Das dauert noch ewig, bis es alles soweit fertig ist. Aber schön. Ja, haben ja Zeit. Ja, eben. Er läuft uns nicht davon. Ja. Okay, wunderbar. Dann, supi. Dann schauen wir mal, wenn ihr loslegen oder wenn ihr dann auch mit euren Häusern fertig seid. Ich glaube, das ist auch für alle jetzt gerade erstmal so Prio für heute auch. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir dann weiter, wenn die Häuser soweit stehen. Da könnt ihr euch oder wir melden uns bei euch. Das ist ganz entspannt, würde ich sagen.
Jetzt haben wir einen Straßen, also Machtool, also dieses Platt-Dings da für die Erde, habt ihr das? Ja, haben wir. Aber unseres ist mittlerweile kaputt. Aber es geht trotzdem also noch. Das ist jetzt nicht, es braucht halt nur mehr. Ja, normalerweise kann man das doch ganz einfach reparieren. Ja, aber du brauchst Engineering Skill. Sonst kannst du es nicht reparieren. Das stimmt nicht. Also ich konnte auf dem Testserver ohne Engineering das Ding auch reparieren. Ich konnte es gerade nicht. Du musst die Schriftrolle lesen. Ja, genau. Die Schriftrolle ist Engineering. Ja. Ah, okay. Ne, die haben wir noch nicht. Das ist auch für später noch wichtig. Momentan geht es jetzt so. So viele Straßen bauen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, erst Holz. Okay, warte. Okay. Ich muss. Bin schon wieder der Nächste. Ist Kirito. Ja. Dann also, ciao. Danke euch. Okay. Ciao. Kirito? Hallo. Zwerg, ich habe eine Karre für dich. Was, echt? Ja. Dann müsst ihr gleich das. Warte, ich muss mal runter hier von eurem Land. Ach so. Ja, okay. Es ergibt alles Sinn. Und Basic Engineering Schriftrolle könntest du dir bei uns abholen. Ach cool. Ja, aber ich würde das ganz, ganz gerne mit Handel und so, weißt du? Ich danke euch vielmals. Mein Ding, wir hatten es so gerade eben gehört. Da habe ich mir gesagt, jo, Karren haben wir eh gerade im Bau. Ach super. Bin ich halt rum. Ja, cool, weil das ist super lieb von euch. Da danke ich euch vielmals. Wie gesagt, wenn sowas ist, wir kaufen das auch gerne an. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben bloß noch den Shop noch nicht gebaut. No? Wir handeln außerdem mit Kirito-Talern. Kirito-Taler habt ihr eingeführt? Ja. Ist ja auch spannend. Und da sind eure Shops quasi alle gleichgeschaltet dann da drauf. Ja, deswegen, ich verwalte bei uns so gesehen die Shops. Mega cool. Habt ihr einen Koch in Mondheim? Nee, leider nein, sind wir selber. Ah, dann werde ich das sofort an Lenitz weitergeben. Der freut sich bestimmt wie ein Schnitzel. Im wahrsten Sinne. Jo. Alles klar. Okay, dann vielen Dank euch nochmal, ne? Jo, kein Ding. Ciao. Tschüss. Ciao. Hallo. Willkommen zurück. Hallo. Was habt ihr besprochen? Also, kurze Zusammenfassung. Wir haben den Karren aus Mondheim geschenkt bekommen. Den stelle ich mal ganz kurz hier unten hin und teile ihn für alle. Yay. Warte kurz, weil das nämlich super hilfreich ist. Berechtigungen für einmal, wo ist er? Lenitz. Einmal für Koblu. So. Gut. Kannst du noch bis zur Kunde uns auch, glaube ich, komplett eintragen? Sind wir für alles immer direkt freigegeben? Bitte für, wie? Diese Besitzurkunde, wenn du darauf klickst, da kannst du uns direkt eintragen, sind wir für alles mal freigegeben. Ja, geil. Okay, das wusste ich nicht. Das ist tatsächlich super hilfreich. Koblu ist ausgewählt, Lenitz ist ausgewählt. Bestätigen. Farbe ist natürlich selbstverständlich rot. Ah! Spaß dir immer wieder das Auswählen. Kann ich hier auch noch irgendwas anders machen? Nee. Okay. Invited Residence. House. Okay, alles klar. Ja, cool. Also wir haben eine Karte geschenkt bekommen. Es ist noch nicht raus, ob die Utopville nach Mondheim einen Eurotunnel machen oder am Fluss entlang kommen wollen und nach dem Gebirge quasi an unsere Straße Richtung Mondheim anschließen wollen. Da sind wir uns noch nicht ganz einig, das hat aber auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch gesagt, wir haben... Warum hängt da ein Baum? Egal, wir haben als Zielsetzung jetzt eher erstmal alle irgendwie unsere eigenen Hütten hochzuziehen und das ist jetzt so für alle irgendwie Priorität gerade. Und genau, soweit ist erstmal Stand der Dinge gerade im Moment, aber wird relativ bald Thema werden, genau. Der Baum, der da hängt, ist der große, den du vorhin fällen wolltest. Ah. Ich hab da schon mal angefangen. Schön. Genau, und ansonsten der Karren ist zur Benutzung gerne, kann jeder eben ran, weil der ihn gerade braucht. Ganz kurz, ich habe mit den Mondheimer noch gesprochen, die haben keinen Koch. Aktuell. Die würden, wenn wir einen Shop hätten, könnten die auch bei uns gegen was auch immer du brauchst, quasi handeln.
Holz. Ohne Holz Ende Holz. Ja gut, Holz ist so ein Kernproblem. Ja, vielleicht haben die Mondheimer da mehr von. Kann ja sein. Ne? Ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, wenn wir unsere Shops zum Beispiel, die haben einheitlich bei ihren Shops in Mondheim Kirito-Taler eingeführt. Also die Kirito-Währung. Ja, die haben halt die Personal-Währung. Ne? Also kannst ja machen. So wie bei uns dann beispielsweise alles auf meine Währung quasi, auf meine Credits läuft zum Beispiel, könnten wir das dann, oder haben die das halt auf Kiritos Währung gemacht. Ist ja auch völlig okay, macht die Sache auch einfacher, weil du halt dann 5 Shops hast, die alle die gleiche Währung akzeptieren. Du kannst beim einen verkaufen, beim anderen was anderes kaufen. Ansonsten ist es immer blöd, weil du halt immer eine Art Tauschhandel hast. Nee, die Mundheimer verhungern nicht, Severe. Die haben halt bloß das Problem, dass die halt nicht die gute, also nicht die bessere Nahrung dann bekommen. Und bessere Nahrung ist halt mächtig in dem Spiel. Weil du kriegst zum einen viel, viel mehr Skillpunkte dadurch. Und zum anderen hast du halt nochmal den Vorteil, dass du halt mit einer Mahlzeit halt recht schnell recht satt wirst. Das geht sehr, sehr viel schneller, als wenn du rohe Nahrung isst. Aber das ist, ja, wie gesagt, für uns ist das natürlich als auch cool, vor allem, weil Lenitz natürlich jetzt damit ein gefragter Mann wird, ja. War Lenitz nicht schon immer ein gefragter Mann? Ich hab's mir gerade in dem Moment auch gedacht, eigentlich ist es falsch, ne, eigentlich. Ja, aber so in die Richtung wird's dann wohl sehr interessant werden. Mhm. Sollen wir noch unseren Shop bauen? Ja. Ja, wobei der ist ja super easy, ne? Also den Shop baut man ja, glaube ich, in der Standardwerkbank relativ flott. So weit war ich noch nicht beim Austesten. Okay. Ja, nee, das ist wirklich, wie gesagt, das ist echt kein Problem, so einen Shop zu bauen. Das ist, kostet auch fast nichts. Und den musst du halt bloß an, dann mit den Lagerinventaren füttern, wo deine oder wo das herkommt, was du raushauen möchtest, und auch ein Lagerinventar halt einbauen, wo du was reinziehen möchtest. Mhm. Torge, alle Streams mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, kommen immer auch auf YouTube. Fast, also es ist wirklich fast immer so. Bis auf den Twitch-Jubiläums 12-Stunden-Stream. Der kam nicht, genau. In den letzten 2 Jahren kam so ziemlich genau alles. Ja, also wir machen das auch ganz bewusst so. Nur ausgewählte Streams kommen halt nicht, aber da sage ich das in der Regel auch vorher schon immer. Es liegt meistens dann daran, dass dann irgendwas irgendwas drin ist, was wir halt zum Beispiel, wo wir keinen Stream draus machen wollen. Ja, weil es halt einfach zum Beispiel nur ein reiner Talk-Stream oder sowas ist. Oder viel Talk oder viel Doku oder so Zeugs. Na, das machen wir dann halt meistens. Oder meistens, das kam jetzt so selten vor bisher. Da haben wir uns dann entschieden, das lassen wir auf Twitch only. Jetzt mischt der Zwerg Hölzer wieder. Ja, aber nur mit dem eindeutigen Wissen und Willen hintendran, dass wir sowieso alles irgendwann auf Stein upgraden. Ich will jetzt bloß die Punkte mitnehmen. So. Der erste Bereich des Zwergenhütz kommt jetzt langsam in Wallung. Cold Blue ist schon fast fertig, oder? Nee, absolut nicht. Ich bin vieles, also mental durch mit der Welt. Gott sei Dank. Ja. Schön. Aber fertig sind wir noch lange nicht. Nein, nein, nein. Noch nicht sofort nicht. Holz ist Katastrophe. So, Holz ist Katastrophe. Ja, eines Tages, wie gesagt, sobald hier wir ein bisschen mehr in die Steinverarbeitung reinschauen können, wird es dann wieder spannend werden. Lay around the-
the house and daydream till the afternoon. Thinking about the times that we had when this was all that we knew. When this song was still new, when this all was still new.